Jetzt haben wir beim letzten Mal doch glatt vergessen, hier unser Inspirationsflüssigkeit einzusetzen. Flupp. Ist aber gar nicht schlimm. Denn wir haben trotzdem in der neuen Woche eine neue Quest bekommen. Auch ohne Aktivierung. Sehr gut. Sucht ihr eine Herausforderung? Die vierte Herausforderung von Tür Genialität. Mögt ihr würdig sein? Da dies nicht der Energiekern ist, den wir finden sollten, muss er auf die Energien der Maschine eingestellt werden. Die Resonanzfrequenzen der Bewohner von Türhold sollten das volle Potenzial des Kerns wieder entfalten. Auch wenn ich nicht wirklich weiter meine Artgenossen opfern will, so glaube ich doch, dass diese Herausforderung nur auf diesen Weg gelöst werden kann. Stimmt Iridios Energiekern mit der titanischen Energie von Türhold ab? Standhaft fragt ihr euch, ob ihr Türs Erfindung würdig seid? Dann stellt euch mit mir einer neuen Herausforderung. Diese Prüfung mag unorthodox sein, doch ist sie unabdingbar für die volle Leistung der Maschine. Stimmt die Energien des Kerns in Türhold erneut ein? Okay. Da haben wir den Kern bekommen, obwohl wir den gerade da reingepackt haben. Nee, das war ja diese Flüssigkeit, stimmt. Das heißt, wir flitzen jetzt hier rüber. Da. Boah, die Drachen schreien immer noch so laut. Das haben sie immer noch nicht. Also ich finde schon, dass das vom Audio her nicht richtig abgemischt ist, weil das so extrem laut immer ist. Dann düsen wir mal dahin. Und gucken, was wir da machen müssen. Da geht nichts. Wir müssen jetzt einfach suchen, oder wo? Steht da dann auch wieder so eine Maid? So eine Statue? Die wir jetzt einfach finden müssen? Oder wie? Oder was? Oder da hinten vielleicht? Wo wir schon mal ein geheimes Meeting hatten? Nö. Das ist natürlich jetzt wieder die Frage. Oder drinnen natürlich. Ja, in der Schmiede. Ich dachte jetzt, da wäre offen. Nein, es ist nur vorne offen. Hier? Nö. Kann zumindest nichts machen. Ah, aber guckt mal. Hier ist jetzt so ein Balken. Mit Prozent. Also irgendwas ist hier doch, was wir machen könnten. Wobei, das ist wahrscheinlich neu. Wir haben nämlich inzwischen den Patch 10.0 plus 5. Und ich mache jetzt gerade noch so hier die letzten Sachen. Aus dem anderen, ja, die ich quasi noch ein bisschen als Überhang hatte. Die muss ich noch unbedingt fertig kriegen. Da war ich ein bisschen langsam, dadurch, dass ich halt einfach auch so viel gequestet habe und euch erzählt habe. Da hat das mit den Wochen jetzt nicht so ganz gepasst. Aber jetzt müssen wir einfach mal gucken. Ich habe nämlich auch am Interface ein bisschen herumgebastelt, aber mir gefällt jetzt diese Leiste hier nicht. Diese Kampfleiste. Das können wir noch ein bisschen höher machen. Man kann nämlich inzwischen ein bisschen mehr verändern hier. Was ich ganz gut finde. Denn manche Sachen haben mir nicht so ganz gepasst. Und die kann man inzwischen auch verändern. Das ist sehr schön. Ja gut. Dann müssen wir einfach gucken. Wir müssen ja nichts töten. Wir müssen jetzt nur irgendwas finden. Iridios Energiekern abgestimmt. Wir müssen den ja irgendwie benutzen irgendwo. Los ist die Frage. Wo? Wir haben ihn hier. Stimmt den Energiekern auf einen Elitebewohner von Türhold ab und schwächt diesen. Okay, irgendein Elite. Hier sind keine. Ich glaube, die haben wir so eher oben. Ich wollte eigentlich aufsteigen.
Eigentlich da haben wir doch einen Elite. Haben wir auch einen Einzelnen? Ohne irgendeinen Fuzzi, der daran rummacht? Hört sich irgendwie komisch an. Na gut, dann machen wir das mit dem hier. Oh, ist vielleicht ganz gut, dass der ihn ablenkt. Jetzt wird er klein. Und schwach. Aber der findet es trotzdem nicht so lustig. Aua. Ah, jetzt wird das gefüllt. Okay. Das heißt, wir müssen das mit mehreren Elites machen. Fragmente, aber die sind doch jetzt rausgekommen, weil wir eben dieses Teil angewandt haben, oder? Ne, die sind vom Hüter. Ach, das ist dieser blöde Hüter, den habe ich ja schon immer gehasst. Die sind nämlich ziemlich nervig mit ihren kleinen Fragmenten. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht einen Elite erwischen, der nicht so einen Hüter dran hat. Zum Beispiel sowas wie den hier. Ja, das ist viel besser. Okay, der füllt sich recht schnell. Eigentlich müssen wir 5 Stück. Ist da so ein blöder Hüter dran? Ja, ich glaube... Warte mal, wo waren denn da hinten? Da waren, glaube ich, noch einzelne. Und da läuft auch noch einer rum. Aber das ist normaler. Ist das normaler? Nee. Auch ein Elite. Au, nicht betäuben. Sind aber trotzdem noch Elite, auch wenn sie dann klein sind. Sie gehen trotzdem schnell runter. Ah. Sehr nervig. Oh, oh, oh. Können wir das an dem auch anbenutzen? Nee. Warum muss da jetzt diese Horde kommen? Bock auf euch. Ja, lauft ihr mal vorbei. Geht ja gar nicht. Hier hinten tut auch jemand umwandeln. Kommen wir jetzt schon weg? Sind die noch zu nah? Nur mal so. Würde ich den jetzt auch noch bearbeiten? Nee, der ist schon. Und an der? Geht das an der auch? Und wir nehmen den. Aber so richtig tankbar ist der nicht. So, jetzt brauchen wir noch einen. Einen Hüter, der nichts zu tun hat. Da hinten, der wird wieder behakt. Jetzt hier unten auch. Glaube nicht. Ich glaube, die Elite gibt es nur oben. Da ist einer. Ach, der hat jetzt auch ein Ausrufezeichen vorne dran. Hatten das die anderen auch? Eigentlich hätten sie dies haben müssen, aber es ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, jetzt ist unsere Anzeige immer noch nicht voll. War der nicht so mächtig wie der andere? Guck mal, die anderen haben mehr gegeben. Gefühlt. Oder waren das auch die gleichen? Nee, die, doch, die heißen auch so. Na gut, dann nehmen wir halt nochmal einen. Ich weiß das auch gar nicht. Maximale Einstimmung erreicht. Ich muss ganz ehrlich sagen. Der Energiekern ist nun wiederhergestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt eine ist. Kehrt nach Waldracken zurück. Eine Quest ist, die zu 05 oder 02 gehört. In die Innovationsmaschine einzusetzen. Da gucke ich mal noch. Da gucke ich mal noch. Mache ich mich noch schlau. Wir kehren zurück. Und schauen mal, wie es weitergeht.
Nein, es ist tatsächlich noch eine Aufgabe aus dem alten Patch. Seid gegrüßt, sterbliches Wesen. Ihr habt die letzte Herausforderung abgeschlossen. Obwohl sie Verluste gefordert hat, glaube ich, dass es für ein höheres Ziel war. Hütertür wollte, dass ihr erfolgreich seid. Weitere Aufgaben warten. Und das ist nämlich jetzt die neue. Deswegen packen wir hier einfach mal noch unseren Funken hinein. Schlupf, schlupf, schlupf. Und dann geht es nämlich hier, diese Aufgabe, die müsste jetzt euch auf die Probe neu sein. Hier gibt es jetzt seit dem neuen Patch die Innovation der Maschine. Denn jetzt können wir sie auch benutzen. Was, glaube ich, vorher nicht ging. Man konnte nichts machen. Guck mal hier. Da Weitere geht gar nichts. Aufgaben warten. Und jetzt sehen wir, geht's ob hier weiter. Ihr würdig seid. Standhaftigkeit zahlt sich aus. Tür glaubte, dass die Innovationsmaschine für kommende Schlachten unentbehrlich sei. Ihr habt euch als würdig erwiesen und alle Herausforderungen überwunden, die euch gestellt wurden. Ihr dürft das volle Potenzial der Maschine jetzt erwecken. Setzt den neu abgestimmten Energiekern in die Innovationsmaschine ein. Ihr erhaltet den folgenden Effekt: Essenzdetektor. Ihr habt eine Chance, abgefüllte Essenz zu erlangen, wenn ihr auf den Dracheninseln mächtige Gegner besiegt oder Dungeons, Schlachtzüge sowie verschiedene andere Aktivitäten abschließt. Mögt ihr nähert euch der Innovationsmaschine, wenn ihr bereit seid. Ich stehe schon da. Den Energiekern ersetzt, also das, was wir jetzt bis jetzt hier reingefüllt haben, machen wir jetzt, oder? Wir haben den doch jetzt immer aufgeladen, ne? Und jetzt dürfen wir den austauschen durch unseren Ermächtigten. Sehr gut. Der modifizierte Kern wurde angenommen. Bude qualmt aber ganz schön, aber das ist einfach nur das. Die Feuerschale. Sucht ihr eine Herausforderung? Nach dem Einsetzen des neuen Kerns pulsiert die Maschine vor warmer Energie. Ihr erhaltet den folgenden Effekt. Bleibt standhaft. Ihr habt euch als und ein Erfolg kriegen wir auch. Erwiesen. Und damit habe ich meinen Zweck erfüllt. Doch solltet ihr erneut meine Hilfe brauchen, stehe ich euch zur Verfügung. Gerade schon gedacht, sie verschwindet jetzt. Aber nein, sie ist da. Vielleicht gibt es ja irgendwann Sehen mal noch. Wir, ah ja, wir können sie hier noch mal seid. Befragen. Standhaftigkeit zahlt sich aus. So, was passiert hier jetzt, wenn wir hier klicken? Gar nichts. Wie funktioniert dann das ganze System? Ach, wir müssen wahrscheinlich erst ein Teil finden, oder? Funken finden. Es werden sich von Zeit zu Zeit gewiss weitere Gelegenheiten ergeben, eine abgefüllte Essenz zu erlangen. Ihr könnt sie finden, wenn ihr mächtige und einzigartige Gegner auf den Dracheninseln besiegt oder Dungeons, Schlachtzüge und Szenarien abschließt. Vielleicht findet ihr sogar welche in einem Schatz, einer wöchentlichen Belohnungstruhe oder wenn ihr auf den Schlachtfeldern oder in Arenen gegen andere kämpft. Egal, wie ihr vorgeht, ich habe keinen Zweifel daran, dass eure Mühen von Erfolg gekrönt sein werden. Bleibt standhaft. Also kann man hier nichts machen, bevor man nicht so ein Item gelootet hat, oder? Bringt uns jetzt nichts. Also ich weiß auch noch nicht so genau. Was geht ab? Bei ihm machen nichts. Haltet nur reden. Die Ohren offen. Also man kann halt irgendwie seine Rüstung damit irgendwie verändern, aber ich weiß eben jetzt noch nicht wie. Ich dachte eigentlich, man könnte dann vielleicht diesen Apparat benutzen. Aber nein. Ich habe gestern Funke der Genialität. Oder muss man sich hier hinstellen, wenn man was craftet? Etwas craftet, was einen Funken benötigen würde. Wir haben eine neue Spezialisierung geschaltet. Oder können eine neue Spezialisierung freischalten. Jetzt durch diese Quest? Also wir hätten einfach die Spezialisierung auf die Herstellung von Lederrüstung erhöht eure Fähigkeit, bessere Qualität zu fertigen.
Oder Nutzung der Elemente, Wildtiere und Essenzen des Verfalls in eurem Handwerk. Des Verfalls? Was euch erlaubt, diese Arten von Gegenständen in einer höheren Qualität herzustellen. Ich glaube, ich hätte gerne die Lederrüstungsschmiedekunst. Auch wenn das echt viel ist. Verfallen hört sich gar nicht so schön an. Ich nehme mal das. So. Dankeschön. Also das hat jetzt ja erst geblinkt, ne? Da habe ich wohl hier auch irgendwie im Crafting was dazu gekriegt. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt komplett irre. Was wahrscheinlich auch so ist, würde mich nicht wundern. Einfach nur, weil ich hier aufgemacht habe. Aber, wie gesagt, steht hier was? Erfordert? Nö, ich muss da bei der Bank sein. Aber man braucht hier einen Funken der Genialität. Ich stelle euch auf die Probe. Na, ich glaube, ich muss einfach mal abwarten. Und wenn dann mal so ein Ding droppt, einfach gucken. Also so ganz verstehe ich es nicht. Ich bin leicht überfordert durch die Maschine. Oder ich gucke mal einen Guide an. Oder ihr guckt euch einen Guide an, wenn ihr gern was drüber wissen wollt. Denn bei mir ist es ja immer eher so ein Let's Play und kein Guide. Nicht zu verwechseln. Okay, dann gucken wir uns mal weiter um, was es noch Neues gibt im neuen Patch. Es gibt, glaube ich, auch ein paar neue Questreihen. Oder vielleicht kommen die jetzt noch. Vielleicht muss ich auch erst alte Dinge erledigen, bevor es überhaupt neue Questreihen gibt. Ich weiß, dass es auf dem Turm zwei neue Sachen gibt. Mal gucken, ob das nur funktionelle Dinge sind, die sagen, oh, da gibt es ein neues Feature, fliegt mal dahin. Oder ob es Quests sind. Wenn es natürlich Questreihen sind, dann seid ihr wieder mit dabei. Hüter Koranos hat eine Aufgabe für uns. Die nehmen wir doch gerne an. Gesegnet seien die Aspekte. Wie alle Vorrichtungen der Titanen birgt Türhold viele Wunder. Vor langer Zeit hat Hüter Tür eine Maschine, genannt der Belebungskatalysator, für die Aspekte hinterlassen, um ihre Streitkräfte zu ermächtigen, sollte eine Schlacht unausweichlich werden. Er verfügt über immense Macht. Als ein Verbündeter der Drachen bieten sie euch an, diese Maschine zu eurer Unterstützung für die bevorstehenden Herausforderungen einzusetzen. Doch erst müsst ihr ihn aufsuchen. Der Katalysator ist eine große Gabe und wird einen gewaltigen Vorteil gegenüber eure Feinde darstellen, wenn ihr ihn einsetzt. Sucht den Belebungskatalysator. Vertraut auf die Ordnung. Ah, ist das vielleicht dieses andere Teil? Das ist ja noch gar nicht übersetzt. Guck mal. Seek the Revival Catalyst. Wieso muss ich denn den suchen? Der ist doch dann hier. Na, wir gucken mal. Vielleicht ist das das, was ich gedacht habe. Und das mit der Innovationsmaschine ist was ganz anderes. Oh. Die ganze Technik immer. Na, gucken wir halt mal. Ich glaube, für diese ganzen Neuerungen bin ich langsam schon zu alt. Mir dauert es immer eine Weile, bis es bei mir so ankommt, was jetzt eigentlich los ist. Was damit gedacht ist. Ist das hier drüben, hier drinne? Da. Ja, guck mal, da laufen ganz viele Leute hin. Tatsächlich, da steht er. Das ist das Ding, was ich eigentlich drüben erwartet habe in Waldracken. Antuka. Ja, guck mal, ich habe was gefunden. Ah, eine Abenteurerin. Auf jemanden wie euch habe ich gewartet. Kommt! Ich habe halt echt gedacht, das wäre dieser andere Apparat, wo wir gerade eben waren. Ja gut, dann kriegen wir hier vielleicht eine Einweisung. Willkommen auf den Inseln. Hütertür wusste, dass ein Konflikt unausweichlich sein würde. Um seinen Freunden zu helfen, erschuf er den Belebungskatalysator. Seine Funktionsweise ist bemerkenswert. Gebt dem Katalysator ein Ausrüstungsteil, das ihr auf eurer Reise gefunden habt, und er wird es mit der Weisheit und Macht von Tür persönlich erfüllen. Erfüllt genug Teile, dann werden wir vielleicht sogar eure Fertigkeiten auf neue und einzigartige Weisen
Dann werden sie auf einzigartige Weisen belebt. Volk der Ordnung. Der Katalysator ist ein mächtiges Artefakt, das zu großartigen Taten der Ermächtigung fähig ist. Wenn ihr an der Seite eurer Verbündeten den Kampf gegen die größeren Bedrohungen dieses Landes aufnehmt, bringt alles her, was ihr an Belebung findet. Damit könnt ihr den Katalysator antreiben und eure Ausrüstung mit der Weisheit und der Macht von Tyr persönlich erfüllen. Sammelt Belebung von Gruppenereignissen auf den Dracheninseln. Okay. Oh, das ist dann sogar legendär. Wiedererwecktes Lebensblut lädt den Belebungskatalysator auf und ermöglicht es ihm, Rüstung mit unglaublicher Macht zu erfüllen. Möge die Ordnung euch leiten. Okay. Bis sehr bald. Ich guck mal rein. Aha, aha, aha. Das ist eigentlich bloß so ein Upgrade-Ding wieder, ne? Wie wir es schon früher auch hatten. Verwandelt einen Gegenstand in einen Setzgegenstand. Nur Kopf, Schulter, Brust, Hände und Beine bieten Boni. Okay, in dem Fall ginge das nur mit... Ah, da steht auch dran. Urenergie erfüllt. Das geht mit dem Umhang. Den habe ich her von Mithressa. Und den könnte ich jetzt upgraden, wenn ich hier Währung hätte. Katalysator-Aufladungen. Account-weit. Maximal 6 Aufladungen pro Charakter. Okay, dann kann ich da natürlich jetzt noch nichts machen und auch nichts upgraden. Ist aber nicht so wild, das kommt ja noch. Da haben wir noch genug zu tun. Gut, dann müssen wir jetzt erst einmal Gruppeninhalte auf den Dracheninseln abschließen. Das ist vielleicht ganz praktisch, weil es ja auch jetzt diese neuen... Gehen wir gleich mal gucken. Diese neuen Element-Sturm-Instanz-Zeitwanderungs-Dinges da gibt. Das werde ich euch gleich zeigen. Da war nämlich oben... Gerade auch die entsprechende Quest dazu auf dem Turm. Da gucken wir gerade mal hin. Und dann haben wir nämlich alles Neue erstmal beisammen. Mehr gibt's, glaube ich, jetzt gar nicht zu berichten. Hier drüben. Ich weiß gar nicht, ob gerade eins offen ist. Es öffnet sich nämlich, es ist nicht immer offen. Es öffnet sich immer nur zeitweise. Jetzt gucken wir mal, was er sagt. Holz Aldan Shi. Ach du Schande. Ach, immer diese komischen Zeitwanderer. Ah, Jägerin, ich wusste, ich würde euch am rechten Ort zur rechten Zeit finden. Die Elemente bedrohen die Dracheninseln nicht nur in unserer aktuellen Zeit, sondern auch darüber hinaus. Geht zum temporalen Konflux und reist durch den Riss in die Zukunft, die von den Primalisten überrannt wurde. Sprecht dort mit Sori Dormi. Sie wird euch alles Weitere erklären. Auf bald. Eieieiei, was die sich da so ausdenken. Damit die Spieler immer beschäftigt bleiben, ne? Also, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier rüber. Da. Und dann mal gucken, was es da zu tun gibt. Inzwischen gibt es übrigens auch Einstellungen, um diese ganzen Flugeffekte für empfindliche Spieler, die da so ein bisschen ein Problem damit haben, abzuschalten. Mir hat es jetzt eigentlich nichts ausgemacht. Ich fand es sogar ziemlich cool, weil man tatsächlich dann das Gefühl hat, auch so richtig schnell zu düsen. Aber ich meine, man muss ja auch auf die Rücksicht nehmen, die ein Problem damit haben. Also zumindest ist hier jetzt offen. Haben wir auch gerade ein Event? Ich glaube nicht, aber wir sollen einfach mal durchgehen, ne? Geht es? Ja, also reden können wir zumindest schon mal. Aber Event ist, glaube ich, gerade keins offen. Ich kann euch helfen. So sehen wir uns also wieder. Wir brauchen erneut eure Hilfe, fürchte ich. Es gibt viel zu tun. In dieser zukünftigen Zeitlinie gewinnen die Primalisten trotz unserer Anstrengungen an Stärke. Wenn sie dieses Tal überrennen und den temporalen Konflux bedrohen, werden sie vielleicht zu einem Problem für die übrigen Zeitwege. Wir beschützen die Zeitwege bereits vor mehr als genug Bedrohungen. Drängt sie zurück. Wir müssen diese Gefahr unter Kontrolle halten. Sprecht mit Tanormu, um Vorräte zu erhalten, die ihr vielleicht braucht.
Deckt euch mit allen möglichen Vorräten ein und schließt in der Zukunft der Primalisten das Ereignis der Zorn des Sturms ab. Aber es ist gerade kein Event. Und wir bekommen eine transportable Wärmequelle. Entzündet ein Feuer, das Verbündete in der Nähe 15 Sekunden lang Wärme gewährt. Kann man hier auskühlen? Kann nur während des Ereignisses der Zorn des Sturms in der Zukunft der Primalisten eingesetzt werden. Ich finde es halt blöd, immer diese ganzen Items, die man so mitschleppt und wieder das ganze Gepäck vollmüllen. Ich habe ein paar so Sachen, die ich jetzt nicht brauche, die aber seelengebunden sind und mein Bankfach ist voll und ich muss das Zeug halt alles mitschleppen, weil ich nicht weiß, ob ich das irgendwann mal brauche hier, da sowas. Dann habe ich hier immer noch diesen Chronokristall, den wir mal für eine Quest bekommen haben. Aber ich weiß gar nicht, ob wir den nochmal brauchen. Das sind lauter so Sachen, die hier so rumgammeln und ich denke, nicht ganz so dolle, ne? Und dann ist es auch noch Mondfest und dann muss man auch noch mal Sachen aufheben. Okay, wir sollten hier sprechen mit wem? Sprecht mit Tarnormu. Der will uns noch irgendwelche Hilfsmittel verkaufen. Der heißt anders, die heißt anders. Was hat sie denn Feines? Arkan stabilisierte Vorräte. Stellt im Verlauf von Bla Gesundheit her. Können wir auch brauchen von allem etwas. Probiert die Arkan stabilisierten Vorräte. Ah, also wir müssen die mal einmal probieren. Für einen Erfolg. Machen wir das gerade. Den Rest kriegt sie wieder. Mal gucken, ob sie es wieder nimmt. Jetzt haben wir noch weniger Platz. Sehr schön. Dann haben wir die einmal gegessen. Oh, wir leuchten auch ganz hübsch. Ah, wir können... Ja, ich sehe gerade. Wir leuchten ganz hübsch. Aber es ist nicht nur die Haut. Ich bin es komplett. Ja gut. Ah, guckt mal, jetzt ist uns schön warm. Wir haben 25,6 Wärme. So, aber wir haben den Kerl noch nicht gefunden, den wir da besuchen sollen. Das sind bloß Wächter. Brenndormi, Uhrzeitforscherin. Sucht ihr nach Waren? Okay, bei ihr können wir Dinge eintauschen. Zum Beispiel ein neues Pet. Ja, ein neues Pet und ein neues Mount. Kann man sich hier verdienen durch diese Stürme. Kriegt man hier Essenz des Sturms. Und natürlich hier Truhen, Spielzeug, Ausrüstung. So Dinge halt. Oh, die gar nicht mal schlecht sind. Besser als die Rüstung, die man in Waldrachen bekommt, aus der ich inzwischen rausgewachsen bin. Die mir gar nicht so wahnsinnig viel bringt. Wo ist denn der Kerl? Ich meine, hier ist ein Kreis. Aber ich finde jetzt diesen Händler nicht. Transportable Wärmequelle. Ach, deswegen stehen die alle hier an der warmen Suppe. Oder ist der auch hier? Nö. So, jetzt gucken wir nochmal, wie der heißt. Tarnormu. Machen wir mal mit Target. Okay, hier drüben. Das ist aber Brenndormi, nicht Tarnormu. Oder ist er unten? Ja, das ist schon die. Guck mal, die ist ja angetargetet. Da haben die frei schon Namen. Haben die übersetzt oder wie? Aber die hat doch keine Wärmequelle. Die hat einen Ring, der mir ganz gut passen würde. Zwei schicke Ringe. Ich glaube, die werde ich mir als erstes holen, bevor ich mir die hole. Gut, dass ich von denen noch nicht so viel ausgegeben habe. Aber da muss ich mal mehr farmen. Da habe ich noch nicht so viel gemacht. Hitze, oder ist einfach... Ach, die Items machen das. Guck mal, nutzt die Hitze der chaotischen Zeitlinie während der Ereignisse der Zorn des Sturms in der Zukunft der Primalisten, um eiskalt zu entfernen.
Ah, die ganze Ausrüstung. Hier, guck mal, da kann man ein Feuer entzünden. Aber ist das ein anderes Feuer wie dieses? Weil das hat ja auch immer bewirkt. Nein, das verwechsel ich gerade mit Herr der Ringe Online. Da geht das auch. Oder? Das macht ja nicht warm. Deswegen gibt es ein spezielles Item, das dann ein Feuer entzündet, bei dem einem warm wird. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir aber erstmal auf so ein Event warten. Sieht man das irgendwie? Wann das kommt? Kriegt man, glaube ich, nicht angezeigt, ne? Nee. Ups, das wollte ich nicht. Man sieht es nicht. Also muss ich abwarten. Gestern Abend war mal einer, aber ich wollte erst die Quest vorher noch gescheit machen. Bevor ich da hindüse und mir das mal anschaue. Ja gut. Dann also erstmal so einen Sturm abwarten und den mitmachen. Und dann mal gucken, wie viel wir dann von diesen Blitzen da in einer Runde bekommen. Ich meine, das sind ja schon einige. Vor allem hier. Ich denke mal, so einfach wird man die nicht kriegen auf einmal. Da wird man schon ein bisschen farmen müssen. Über längere Zeit. Na gut. Dann schauen wir uns den mal an. So, ich habe jetzt mal ein so ein Stürmchen mitgemacht. War ein bisschen chaotisch. Ich bin auch mitten reingekommen. Und habe einfach überall drauf gehalten. Naja. Ich stehe jetzt wieder hier bei Brendormi. Komischerweise, als ich hier angekommen bin, stand hier nicht Brendormi. Sondern tatsächlich dieser mit Tee. Jetzt ist er wieder weg. Vielleicht steht er tatsächlich nur während des Events da und verwandelt sich dann wieder irgendwie. Hier, wir kriegen jetzt 10, nein, ich habe eine Quest bekommen, stimmt, ein Drop-Item. Da können wir mal gucken hier, während des Kampfes. Nein, das war das nicht, ein Drop-Item. Das hier, hier auch nicht. Wir haben ein Quest-Item bekommen. Ist das jetzt hier? Verdichtete Überreste der Stürme. Sieht man die jetzt hier nicht? Doch, da! Da ist es. Die Primalistenforscher in dieser Gegend wären daran interessiert, dies genauer zu untersuchen. Das ist gedroppt. Da kriege ich 10 Essenzen des Sturms. Deswegen dachte ich jetzt, vielleicht war das die. Aber nein. Hier haben wir natürlich noch unsere Quest, die wir so bekommen haben. Faszinierend. Ich werde meine Befunde an die anderen Forscher in Waldraken weitergeben. Das Gute ist, wenn wir das jetzt abgeben, dann haben wir schon 20 Stück. Und dann, wenn das öfter vorkommt, kriegt man die ja eigentlich ziemlich flott zusammen, oder? Also so relativ. Ich weiß natürlich nicht, ob man nur einmal in der Woche so einen Sturm machen kann. Da müsste ich erstmal gucken. Aber da die alle paar Stunden sind, würde ich mir vielleicht schon vorstellen, werden wir sehen, ob man die öfter machen kann. Also jedes Mal einen machen kann, wenn er wieder aufploppt. Oder nur einmal in der Woche. Oder einmal in 3 Tagen. Da habe ich jetzt drüber gar nichts gelesen oder gefunden. Muss ich mal gucken. Danke für eure also da haben wir auf alle Fälle schon mal 10. Und bei ihr seid gegrüßt. Kriegen wir eine transportable Wärmequelle. Ihr seid in Inspiration für die wenigen, die uns noch bleiben. Die Bedrohung mag vorerst zurückgedrängt sein, aber wir müssen unsere Wacht fortsetzen, damit die übrigen Zeitwege nicht in noch größere Gefahr schweben als sonst. Die Zeit enthüllt alles. Und das alles. Eben wieder und wieder und wieder. Ja, jetzt haben wir 20 so Dinger. Nein, 16 nur. Hä, gab es nicht gerade 2x10 eigentlich? Essenz des Sturms 10-mal? Nee, das eine gab nur 6-mal. Okay, habe ich nicht richtig geguckt. Das heißt, wir können uns hier noch nichts kaufen. Über das Geschäft. Schade, schade, Marmelade. Dann gucken wir einfach mal, ob wir da noch öfter mitmachen können. Ein gerechter Austausch. Oder nicht? Im Zweifelsfall. Warte mal, sind die.
Seelengebunden. Also wenn es accountgebunden wäre, wäre es auch cool. Dann könnte man mit seinen Twinks vielleicht noch ein bisschen rumfarmen, aber nein. Das geht in dem Fall nicht. Okay. Dann werde ich mich mal hier weiter drum kümmern und immer wieder mal was machen und dann sehen wir ja, ob es da noch was anderes gibt, aber questtechnisch eben nur... Oh! Da gehen wir doch mal hin, da gibt es noch ein Rar. Können wir auch noch mitmachen hier. Oder auch nicht. Schade. Ist immer schade, wenn man dann gerade so dazu kommt, wenn er umfällt. Okay. Kann man nichts machen. Ich mal wieder. Ich habe doch noch eine Belohnungskiste bekommen. Und in der waren noch mal so viele drin, dass wir jetzt 25 haben. Und jetzt können wir uns doch was kaufen. Schaut mal. Den schönen Ring hier zum Beispiel. Den würde ich mir doch gerne mitnehmen. Vielleicht gegen diesen blutigen Ehering austauschen. Dann können wir nämlich alle 11 Sekunden einen Stapel von eiskalt entfernen, indem wir diesen Ring anhaben. Das finde ich cool. Dann stackt es quasi indirekt nicht so schnell hoch. Und der hat es dann auch. Ich denke mal, dass das aufeinander vielleicht sogar aufbaut. Ich weiß es nicht. Das wäre die Frage. Aber wir nehmen den uns auf alle Fälle mal mit. Und die anderen Sachen dann bei Gelegenheit. Wäre das alles? Oh. So einfach ist das. Das finde ich schön, wenn man beim ersten Mal dann auch schon so ein bisschen sich freuen kann, dass man was bekommt und nicht so, oh, und jetzt muss ich noch 10-mal farmen, bis ich mir das gönnen kann. Kann zwar auch eine Herausforderung sein, aber naja. Die anderen sind ja auch noch ein Stückchen Arbeit.